Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ufologen da draußen. Gleich wird's wieder gefüttert mit Verschwörungstheorien in Polycolor und das Ganze im Rahmen vom Solus Project von Teotl Entertainment. Wir danken den Holländern und Belgiern, die so aufopferungsvoll ihre Zeit verschwendet haben, um uns dieses Abenteuerspiel vor die Linse zu ballern. In der vergangenen Runde... Ja, was war in der vergangenen Runde? In der vergangenen Runde haben wir wieder zurückmarschiert, der kleinen Überwachungsdrohne hinten noch. Aber es ist mittlerweile so ein Einheitsbrei, das Ganze, dass ich kaum noch Erinnerung 1 vor Erinnerung 2 unterscheiden kann. Ah ja, schauen, wir sind wieder heraußen. Aus dem Loch. Keine Ahnung, ob wir das schon geschrieben haben. Those who unlock the secret of the spinning wings will have the strength of 1,000 lungs and will drink the putrid lakes dry. But beware, guarded it is by the Tlaloc. Ja, genau. And four idols are needed. Und aus der lustigen Übersetzung aus Ritter Octavius führt die Überzeugung und die Notwendigkeit. Aha, da kommt was. Ja, du, Dirndl, gern. Und ich würde da ja unglaublich gern die Verzweiflung nehmen. Problem ist nur, ich kann nicht. Was will ich wieder mal? Ach du Scheiße. Schon wieder ein Sturm. Ich habe lieber gleich wieder Entdeckung. 2 Monate haben sie noch Zeit im Trollers Hauptquartier. Um passende Oberfläche zum Siedeln zu finden, sonst ist es vorbei mit der Menschheit. Und die 2 Monate, wir werden wohl hoffentlich keine 2 Monate mehr brauchen mehr auf der Oberfläche von Gliese 6143. Schlafen mag ich nicht. Bin noch viel zu munter. Da kämpft er. Der kommt mir wirklich genau dort hin, wo man ist. Der Wirbelsturm immer. Der Blitz hat jetzt direkt vor ihm eingeschlagen. Schatz, geh weg, du böser Wirbelsturm. Hopp, verpiss dich. Erdbeben, Gewitter und Wirbelsturm. Das nenne ich mal eine Herausforderung. Das macht die Bauernkammer gar nicht froh. Floschen zum Anfügen. Ja. Ein Pfeil konnte man es machen daheim, solange es draußen so schief zugeht. Sitzen wir uns hin.
Decken die Fackel weg. Genießen das gemütliche Lagerfeuer. Und meine Fresse, ja gut, dann schlafen wir wieder bei Stand. Naja, im Hocken geht kein Schlaf, komisch weiß. Dieses Wetter. Oh, Shift. Oh man. Ja, bitte. Das freut mich. Nach wie vor Gewitter. Aber der Wirbelsturm ist weg. Das ist doch schon mal was. Wird demnächst vom Blitz erschlagen. Heights of Oscillation. Wow, das ist für mich schon. Der Feuerzeug noch nicht. Angenehm gibt's was Gutes. Ah, krieg ich Leute und Dickens Map Packs. Ja, Map Packs sind nicht mehr. Heimer, ah. Ah, das, sorry, das nervt. So ein Gewittersturm ist echt nervig. Das der helle Screen, der tut richtig weh. Ah. Okay, okay, ich geh auch schon. Schlafen wir noch eine Runde. Wechselwetter. Ist überhaupt nicht wahr. So, Kopfpolster obi. Da schlafen wir jetzt noch einmal 5 Stunden. Okay, was ist los? Was ist jetzt wieder? Gibt's oder wie? 60 Grad? Ah, okay, leck mich doch am Arsch, der nächste Wirbelsturm. Das ist ja lächerlich, echt. Hey. Ah, macht jetzt schon langsam keinen Spaß mehr. Der Wirbelsturm lauert vor meinem Höhleneingang. Ich komm da nicht mehr weg. Was soll der Scheiß? Das ist ein Bug oder was? Ach, das leckt mich das am Arsch. Ah, noch einmal eine Stunde. Der ist immer noch da. Jetzt verpisst er sich. Gott.
zum Beispiel darf ich dann bitte ein paar Meter gehen, ohne dass du mir irgendwas in die Fresse schmeißt. Was ist das? Eine Runkelrübe. Jetzt essen wir was. Ich hätte mir eigentlich zuerst anmachen können. Ja. Drei Alpenfeste. Moment, da geht's weiter. Verdammt. Da wird wieder gesteinigt, gekreuzigt. The trial is beginning, the trial of the non-believers. Varza is there behind the procession, calling with her followers for justice. Understanding, she says. We have to understand the Sky Ones and what they want. They don't understand us. Vierhand? Wer hat denn da vier Hände? Na, das ist jetzt so die Via up hier. Da haben sie es jetzt am Weg zum Herrensitz haben sie es da aufgefadelt, die Verräter. Golgotha. The trial. It begins. Kagoni speaks. Their worthless people as survivors will be weighed in the heart of their achievements. The trial is in the Great Mill's main room. No one knows what the Sky Ones will do. They have never been conspired against, we think. This is the Great Mill? Kagoni brought forth the tableau which charts the treason of the traitors. Treachery written in stone by the Philistines themselves. They subverted the will of the Sky Ones. They coveted the power and resources within the Sky One's realm, the Hollow Land. Ja. Ah, so schauen sie in Wirklichkeit aus, die Sky Ones. Rüber ab, rüber ab, rüber ab. They stole a ball, the Sky Ones But the gambit backfired. Somebody opened it. This was the last mistake. Death emerged from its shell. Oh, ja, spitze. Mal wieder ein bisschen balancieren. Warum nicht? Was wird man sonst für Übergang für sowas verwenden? Das ist ein Idol. I think I got an idol. Du bist doch ein Idol, oder? Idol, ja. Yeah. Unlocks things. Das ist ein scheiß rocky path. Wieso haben sie das nicht asphaltiert? Der Rest ist ja auch wunderschön hergekriegt. Und das ist der Great Mill. Das ist das Gebäude, das man ganz am Anfang schon mal gesehen hat. Eine Windmühle. Die Windmühle des Todes. Regierungssitz, aber auch Kornspeicher. Und Getreideverarbeitungsindustrie.
scheint jetzt noch bevor gut. Wenn wir jetzt mal wieder über die Optik. Heights of Oscillation. Da können wir mal das eine Fläschchen wieder auffüllen. Wasser ist wichtig, top wichtig. Da ist gerade so, was ist bei mir in der Wohnung, ja. Aha, das ist die 3 säkelige Windmühle. Guck, neue Früchte. Eine Absturzstelle! Yay! Da gibt es sicher Material fürs... Okay, das Geräusch war sehr unangenehm. Continues to be very unpleasant. They assigned me to Gliese 6143C, a planet they were considering striking after this problem went silent. PVHQ are trying to reassure us it was just a glitch. Apparently the satellite probe is working fine and sending back promising data. Jo, oder? I feel like this has suicide mission written all over it. No one else seems to share my concerns. Perhaps they're keeping quiet so they don't have to be educated by PBHQ. I wonder if PBHQ know that I was part of those protests in May. Was ist das? Batterien? Flashlight battery. Aha. Permanent buff. Sehr gut. I've heard that there'll be representatives from PBHQ on board with us for the 8-year-long journey. You know what they say, keep your friends close. But I didn't think I'd spend the rest of my life living among my enemies. The Frederick, der alte Verräter, hä? Huh? Schaust dir an. Praktische Steine. One more zum Lesen. The Gliese landing probe didn't send enough info, so it can't bring as much material as planned. At least the other crewmates are asking for my 5 credits on subjects outside my field. Don't want to be the 10th wheel on this trip. The 10th wheel? Was ist das? Noch ein Huni. Also irgendwie stehen sie auf eine Wawa aus. Mehr als auf Familienmitglieder. Das Geplärre gefällt mir überhaupt nicht. Und was immer da plärt, ich glaube, erm taugt auch, oder ja, erm im Sinne von, also im Neo, im neutralen Sinne taugt auch irgendwas nicht. Mission Objective. Reestablishing Satellite Uplink. Highest Priority. Ja, ich weiß. Nächste Absturzstelle. Flunderbär. Was sagt? Essen, Lesestoff. Lata keeps inviting me to help out with her work while Sophia is spending more and more time with Eamon. The counselor. Surface scans are my forte, but doing something is better than doing nothing.
Haufen Dilettanten auf eine 15-jährige Space Mission zur Rettung der Menschheit geschickt. Großartig, hab das hingekriegt. Großartig. Noch ein Hund. Das reicht dann. Nächster Hund. Meine Fresse. Meine lieben Herren von Teotl, Damen und Herren. The onboard psychologists are representatives from PPHQ. I don't feel comfortable disclosing my secrets to them. They're a shifty bunch with their gentle that's classified. Sorry, excuse for everything. I know how PPHQ operate. I've seen footage. Na, hatten wir schon. There were supposedly two landing probes sent to Gliese 6143C along with the satellite probes. Once the landers reached the surface, they would have released the rover. So even if the transmitters were broken, the probes should be somewhere on the surface. It's not a total loss. Nein, es ist nicht. Ja, wahrscheinlich hat das Viech allerdings die Probes gegessen, so wird es nämlich sein. The second dream. Chito, where are you? While you were scouting underground, Vasa approached from the caves and told us of a fracture. A rift among our people. She said Utuku was taken. Many with? Has taken many underground with the Enlightened. Go back. Keep our families safe. Ja, da brat mir doch einen Storch. Ja, super, bitte. I like it, Meteoriten schon. Scheiße. Einfach schnell. Irgendwas muss ich wieder wegschmeißen, ich hab zu viel. Strange Food, geh weg. Rübe, du gehst auch weg. Passt, weil ich muss ja schließlich und kann so viel Kabel im Ball und alle nicht. So, weiter geht's. Ich will in erster Linie den Funkturm machen, ganz ehrlich. Alles andere ist mir vollkommen wurscht. Wir müssen einmal, wir brauchen mal in erster Linie Unterstützung da. Auf dem Scheißhaufen. Die sollen runterkommen mit ein paar Plasma-Rifles. Und dann schauen wir.
So, die Medpacks sind mit, oder das andere Medpack, der Rest kann ich Kugel 5 Kugeln einladen. Ja, genau, da haben wir was zum Lesen. Frederick's Diary. I watched the episode we all took part in, like a primetime sitcom or something. DUP really want to hold up hope back on the ships with these PPHQ goons as the muscle. They don't care about humanity or our mission. We all had to take part in a Q&A film for the DUP's newscast back on the colonies. It's supposed to inform the masses about the Solus project. Of course, every minute detail is staged. Every minute detail is staged by the psychologists. Das Geschrei. Ja, ich weiß. Ich konnte schon lange oben bei der Mühle sein. Ich will aber nicht. Und wieso will ich nicht? Weil ich zuerst meine... Ich halte das für das Allerwichtigste. Die verstehen nicht, warum man sich nicht die ganze Zeit schon drauf konzentrieren kann. Ist mir doch scheißegal, ob da irgendwelche Leichen im Untergrund liegen. Wichtig ist, wer primär dass Verstärkung nachkommt. Allein schon ob der Tatsache, dass die da alle krepieren in der Flotte, schon langsam. Ja genau, da ist das nächste Teil. Die blauen Kreise sind die wichtigsten, wenn Sie mich fragen. Da haben wir das nächste. Und natürlich wieder wunderbar das Debris Field. Diesmal ohne große Essen und Info. The landing site, Casey suggested, was also a landing probe site, but there is no trace of it. Even if it had broken down, it should still be there. Casey told me that it might be buried underneath the sand. Oh, Casey. Falsch gedacht. Ja, und natürlich keine konzentrischen Kreise mehr. Bedauerlicherweise ist da irgendwo die Sonde raus. Ah, Flight Recorder. Resistance to Falling. Das machen Flight Recorder nämlich hauptsächlich. Sie schützen vor Fallschaden. Und wann die Dinger da, diese metallenen, perfekten runden Kreise am Trabanten nicht natürlich sind, also nicht unnatürlich sind, dann weiß ich es auch nicht. Weißt du was, jetzt nehme ich mal einen Glowstick mit, wie gut leuchten das Teil eigentlich. Nicht besonders. Frederick's Diary, 26 of 30. I'm starting to appreciate Maserat's company. She doesn't dismiss my feelings, doesn't say I'm overthinking or that I'm paranoid. Just acknowledges them and presses on.
Montserrat came back with bad news today. We hope that Timio would send the high-res scans back to PPH2 so that Al could scan the images and detect the probes. But apparently they already did that when the probes went silent. Und was so schlimm da? Montserrat showed up at my quarters whilst most of the crew were sleeping, carrying a snack she's been saving for 2 weeks. Said she wished to speak with me in private. I had to decline. I'm not sure what's bothering her. Met up with Montserrat tonight. For the first time, she was calm and utterly serious. She shared her feelings about the future. She said that she has an unspeakable feeling that something is about to happen to us. She has a feeling about Lise. Montserrat, Montserrat, Montserrat. Ist das du eigentlich eine Höhle? Nein, das ist nicht. Medpack. Was ist das? Matratzen. Most of my fears about landing probes have been stilled, but I'm still left with an ominous vibe. Everyone is excited anyway. We'll be landing soon. It'll be recorded and sent back to Prolus. All I can do is hope. Und eine Katze. Und wieso nicht die Montserrat? Das war mir lieber gewesen. So, 22:24, irgendwas müssen wir da nicht hauen. Irgendwas müssen wir da nicht hauen, vielleicht. Eins für die Schwerter, ne? Weißt du was? Drei Schwerter werden jetzt versenkt. Wieso kann ich das Schwert nicht ablegen? Gemeinsam mit einer Probe. Und kann das Schwert nicht ablegen. Das sucks. Schild brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Brauche ich eventuell. Wieso kann ich das Schwert nicht schmeißen? Ich will das Schwert nicht ablegen, ist ja irre. Ja doch, das ist schon Unterstand. Ja, warum nicht? Ist aber gemarkt. Boah, 40 Grad. Scheiß die Wandern. 40 Grad ohne Sonne. Müd. Was haben wir denn für Objective? Find the second idol. Heat him returned, find the second idol. Na gut. Geht's ja doch weiter. Irgendwas reflektiert da, irgendwas verliert. Operator, wait. Das tut ihm nichts. Gegentum. Also bei der Hitz unglaublich erleichtert. Ich war auch gern wet, wieso bin ich nicht wet? Da ist eine Brücke da oben und da ist so einer aus der Ferne. Schaut sehr cool aus. Ändert aber absolut nichts. Absolut nichts an der Tatsache, dass ich da jetzt monströs viel Schwimmer habe. Gut. Blinkelicht. Und der Tür. Ich meine, es gibt ja in Giant Causeway in Irland, der genau solche
Felsformationen wie da, so kristallförmige, gleichmäßige, fast unnatürlich ausschauende Felsformationen hat wie da, nur wie das Stand kommt und ob es möglich ist, dass ja, ob es geologisch möglich ist, dass so große Formationen wie da, weil die Insel bestehen quasi aus dem Felsmaterial da. Schau, das ist alles. Wie viele Ecken sind das eigentlich? 6 ist achteckig, 7-eckig. Operator wet. Regen, wie herrlich. Nein, das sind Fragen. Oder wie sowas entsteht, durch äußere Einflüsse, kann man sich vorstellen, durch Wind und Wetter. Most unlikely. Das ist wohl eher grundsätzlich ein gesteinsspezifisches Phänomen, oder? Direkt über mich drüber rodeln. Der ist nämlich zielsuchend, der Wirbelsturm. Immer der gleiche. Und da ist er. Ah, oh, da ist er. Das ist aber nicht tief. Himmlischer Staubsauger. Naja, gut, wir werden das Wetter, wieder mal aussetzen. Wie gesagt, beim Gewitter ist sowieso das Blenderlicht die ganze Zeit, das nervt mich nur, dann setzen wir es aus. Setzen wir es aus, die anderen haben eh Zeit. Bevor ich noch ist, wie es wirklich über die Menschheit untergeht. So. Na trotzdem, das ist mein Biss, was drin der Scheiß. Wo ist der? Richtig gemütlich. Dann schlafen wir dafür im Stand. Ich glaube, es reicht eins von beiden. Entweder Schlafmatratzen oder... Jetzt ist mal richtig viel zu büsten. Okay. Fenster rundgeholt. Okay, weißt du was? Das ist kein Zustand, nochmal 5 Stunden. Komm.
So, endlich. Minus 10 Grad. Minus 10 Grad und ich muss durchs Wasser. Es endet jetzt wieder in einer gemütlichen Hypothermia. Ja, wet and cold. Mein. Kannst du bringen, oder? Der geht schon wieder drauf, der Pisser. So, eine da ins Häusl, irgendwas abzünden. Und weiter büßelt. Es ist ein Wahnsinn. Noch einmal 5 Stunden. Achso, weil, ja genau, im Sitzen geht das ja nicht. Wenn man mal croucht, dann geht schlafen. Ja, das ist ganz unmöglich. So, und schon haben wir wieder 100.000 Grad Celsius. Ja, danke. Darf ich dann endlich weg da. Unglaublich. Sie sind zu 100% durchnässt. Was haben Sie dazu zu sagen? Gar nichts, lass mich in Ruhe. Und da ist offensichtlich die Flut eingetrudelt. Weil, wie wir uns erinnern, sind wir über das Ding brückenartig marschiert das letzte Mal. Da drin haben wir den Wirbelsturm ausgeholt. Yeah, not now, not anymore, the tide is in. Auf jeden Fall können wir jetzt mal 19 Stunden wach bleiben. Das ist doch schon mal was. Essen und trinken sollten allerdings auch mal ein bisschen was. Da wird sie da sicherlich was finden, in der Dosen, ha? Nix. Sicher, mal schauen. Nix zu mir aus, ne? Doch. Alle. Gulasch aus der Dose. So, und jetzt geht's endlich weiter. Ohne Scheißwetter. Mann, es ist jetzt der angenehme Sommertag, 28 Grad. Sonnig, aber nicht zu heiß. Einer der wenigen wirklich guten Tag. So, jetzt stößt sich die Frage, wie komme ich zu den verbleibenden drei Eidoloi? Du bist eine Brücke, dich werden wir irgendwie besteigen müssen. Schauen wir, vielleicht kommen wir da mit mittels Teleportation rein. Na, auf wieder. Da wird die Fackel. Viel zu heiß. Ah, aber die Taschenlampen kann man in die Hand nehmen. Genau, damit sie das mit Sonnenenergie wieder auf 100% auflädt. Ah, geht sogar jetzt drüber, ja, zwecks der Battery Pack, das wir gefunden haben, dem Upgrade.
actually go. Void or he was near now. Did the brief field show the holy Michaels? Ja, Falli Void or ja, genau, da ist das eine Ding overkommen. Das sind die eine Supports. Was das ist, unser Airdrop halt. Und wenn ich da jetzt weiter komme, komme ich wahrscheinlich weiter geht, dann komme ich zurück zur VIP hier. Oder? Mit den ganzen Gekreuzigten rumhängen. Ich glaube schon, oder nicht? Oder vertue ich mich da? Nonameris. Nahrung, haben wir nicht recht viel mehr mit, nehmen wir das Ding. Okay, Brit. Ja, wir wissen, wir sind sauer. Wir sind zwar für 5 Heights of Oscillation. Kennen wir schon. Kennen wir schon und da bin ich glaube ich käme. Ganz sicher sogar. Da drüben sind die Krets. Ja. Ja gut, dann halt wieder retour. Harnessing power in ways I don't, I have never seen before. Windmills, solar panels, coal. Ah ja, da drüben ist noch eins. Guckst du? So, auf diesen entlegenen, das ist sicher, das ist ich erkennen Muster, wenn ich es sehe. Überall wo so ein einspuriges Gleis zugeht, da wird er weiter das Eidel liegen. Eidolon. Das habe ich nicht vorher nicht gesehen. Wie das so geschifft hat. Hallo, du Pflanze? Na, da habe ich auch nicht aufgepasst. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Da muss man jetzt auch teleportieren. Da kann man nämlich nur mittels Teleportation einen Stich machen. Ja, anders geht das nicht. Da irgendwie aufgekraxeln, unmöglich. Spürt's nicht. Na siehst, Eidolon Teil 2. Naja, das heißt überall dort, wo die Obelisken mit den Fanlines rumstöhnen, werden wir die Eidolonen sehen. Du bist APA gefeilt, Viech. Bin ich aber auch, also. Shut up the fuck you must.
diesem Motorenstand weitergeht. Und dann, wenn man hinkommt. Da wieder gekreuzigt. Wieso haben die für vier Hand offenweise gekreuzigt? Wieso haben die Kreuz für vier Hand gebaut? Geht mir nicht ganz ein. Es werden die Sky Ones mit zwei Hand genauso wie die Geretteten mit zwei Hand dargestellt. In der Ikonografie bis jetzt. Wieso kreuzigt man sie dann auch dann ziemlich dementsprechend? Verstehe ich nicht. Ja, der steile Weg zur Richtstätte, ein Golgatha, das gliseische Golgatha. Oh, how the fuck? How am I to get there? Fast der Friedhof. Ah, da hätte es eine Passage gegeben. Schau. Du bist ganz ohne Leich. Ich bin enttäuscht. And now for the last idol. Moment, da steht ja noch was. Was steht denn da? The second dream. Chito never returned. We fear for our families, but we must continue. We, this motley blah, meine women and men, building the Sky One's holy dreams. It has been 22 winters since the exodus and our arrival. We cannot stop now. Nur 22 Uhr, das ist nicht viel, der Weg ist schmal. Das ist mir ganz egal, da ist nächste. Nächste Obelisk, oder der. Wahrscheinlich der. Was ist das da? Naja, das ist die... Gitter da. Irgendwas Gitter da. Da ist mein Heimat. Und da geht's weiter. Wow, das ist scheiße, was das zeigt. Auch mal ein Speicherstein. Wunderbar. Reminder, your survival is of paramount importance to the continued existence of mankind. Ah, da gibt's Wasser. Trink mal wieder. Pyramid. Ah ja, jetzt ist, ach Gott, die Pyramid vielleicht sogar ein UFO, außerirdisches Schiff, so wie in Stargate. Oh Mann. Ah, das Futter dehydriert. Das finde ich auch gar nicht cool. So.
Und während die Plärrdrossel da gemütlich weitergrunzt, das seit Jahrtausenden in einer Windmühle eingesperrte Exekutionsmonster der Sky Ones, das dort nicht verhungert, nicht verdurscht, nicht an Altersschwäche gestorben ist, sondern einfach nur die ganze Zeit vor sich schreit, einsam zu lassen, werden wir mal wieder ein Speicheli machen, indem wir eine Stunde schlafen. Und dann auf Wiederschauen sagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ein schönes Spiel. Hoffentlich ist euch nicht ganz so langweilig mittlerweile mit dem Solos Project, wie es mir ist. Nein, es hat eh einen gewissen Reiz, aber es ist irgendwie alles so. Es ist. Ja, über das diskutieren wir dann bei der Review, okay? Na gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Pfiat denk, weile out.